bei einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution, Claires Zuflucht. In dieser Folge möchte ich jetzt endlich mal die Mission beenden. So, und da haben wir ja jetzt auch den neuen Dino. Und wo machen wir den jetzt nochmal drunter? Warte mal, das war der hier. Den wollten wir, also der gehört ja eigentlich zu dem hier. War ja genauso wie der Euploceratops, Alter. So was kann man auch nicht antun. Genauso wie die Eupos. Ja, genauso wie die Eupos halt. Auch die gleiche Ankylo-Stammlinie, kann man ja sagen, haben. Warte mal, aber. Ich muss noch welche hier rein machen. Nein, nochmal weg damit. Ich mache hier nochmal zwei rein. Denn hier sind ja die Futterstationen. So. Tempo. Habe ich immer noch nicht. Volksrate 2. Kann ich ja nicht nur Tempo erhöhen? Komm. So, gucken wir mal unter den Forschungen nochmal. Eine Sache können wir hier machen. Ups, da fehlt noch hier. Und da können wir nichts machen. Das heißt nur noch hier. Oh, und noch Forschungen. Wenn wir da auch schon mal bei sind. Hier sind ja ganz schön viele noch nicht gemachte. Okay, ich möchte, muss ja auch noch ein paar auf 100% machen, wenn es geht. So und so. Und jetzt. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich guck mir erstmal an, wie es denen hier geht. Scheinbar gut. Wenn sie ja hier drin sind. Ein T-Rex geht auch gut. Wie lange hat er überhaupt noch zu leben? Okay. Die Hälfte seines Lebens ungefähr hat er noch. Ach, das geht ja noch. Und die müsst auch gleich... Nee. Ja, stimmt, die haben ja früher angefangen. Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich machen soll. Ja, okay, vielleicht kann ich ja noch... hier einen Sicherheitsbunker nochmal hier einbauen. Warum klappt das nicht? Das Ding ist ja... Ah, okay. Das Ding ist ja nicht mal relativ groß. Also es verhält verhältnismäßig ganz schön klein. Oh, da hat ganz schön großer Kreis drum. So, aber jetzt möchte ich mal sehen. Ich muss mal eben aber hinkommen. So. Hier? Ich meine da noch. Und... Hier noch. Aber der Baum muss noch weg. Hier? Ja. Ungefähr da. Und dann kriegen wir halt noch ein bisschen mehr reingedrückt von Sichtbarkeit her. So. Und. Die anderen müssen aber auch noch gemacht werden. Hier. Und. Ja, soll ich es noch. Ich verbinde es mal mit der Seite hier. Dass da auch niemand hingeht, ja? Aber ich finde es gut, dass die Leute sind. Sag nicht, hier laufen Leute hin. Das ist ein langer Weg. Ich würde es mir nochmal anders. Ich würde es mir nochmal überdenken. Oh ja, die eine Stelle da hinten. Ich
ich nutze ja eigentlich fast gar keine mehr, weil wir die fast die ganze Insel verbunden haben. Was darum eigentlich keinen Sinn mehr macht. Um die nicht mehr noch die größeren Dinger zu nutzen. Dinos können freigelassen werden. So, jetzt muss ich noch ganz kurz wieder auf Betäubungstour gehen. Aber das ist ja kein Problem. So, kaum ist er draußen, schon wieder weg damit. Oh, die sind auch fertig, aber die können ja auch da bleiben. So. Oh, der andere ist jetzt auch draußen. Okay, dann machen wir den gleich mit. Okay, der ist dabei rauszugehen. Nummer 1 und Nummer 2. Über... Oh. Shit. Das war nicht so geplant. Okay, dann muss ich die irgendwo anders unterbringen. Aber wo? Jetzt muss ich jetzt ehrlich da unterbringen. Okay, ich ersetze die Dinger schon mal durch die anderen gleich. So. Hier. Hier, ich mache auch gleich drei draus. Hier. Ah, noch keiner. Noch kein Abreißen. So. Verrottetes Holz und Schachtelpalme. Halme. Ich sag immer Palme, aber es sind ja die Halme. Schachtelhalme. Und verrottetes Holz. Schachtel und Holz. Und. So, Schachtel und Holz. Hier und da. Jetzt kann ich die anderen abreißen. So, Nummer 1 und die Nummer 2 war da hinten. Und das heißt jetzt auf Deutsch gesagt, wir können jetzt hier mal eben die hier fertig machen und dann haben wir alles gerettet. Ah, okay, uns fehlt das. Hä? Ich hatte die doch eingerichtet. Das ist komisch. Warum war die nicht eingerichtet? Naja, was soll's. Jetzt ist sie es. Und ich kann die ganzen Dinos jetzt mal rüberbringen. Bevor mir die Leute von der Fürsorgegemeinschaft da noch den Kopf einschlagen. Wegen 200 negativ. Ich hoffe, es reicht. Von der Fülle her. Die scheinen wohl nicht so sehr auf andere gut zu reagieren. Ist zwar schade, aber was soll's. Okay, ist noch ganz knapp im Gehege drin. So, und der letzte noch. Gleich sind wir fertig. Dann haben wir die auch rausgeholt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Krebstierfossil. Ja. Also mal wieder was Neues. Velo und den mache ich mal. Oh, das war auch ein Velo. Naja, den Velo müssen wir insgesamt schneller fertig kriegen. Oh, ein neues Gebäude.
Ah. So, jetzt kommen wir zumindest weiter. Neues lebensfähiges Genom. Velociraptor. Na, die anderen sind auf dem Weg. Na, die ersten sind noch nicht da. Oder? Ne, sind noch alle auf dem Weg. Aber wir haben die Velos. Das macht mich auch schon glücklich. Denn ein Jurassic Park ohne Velo... Okay, Jurassic Park oder Jurassic World ohne einen Velociraptor ist nämlich kein richtiger Park. Wuhu! Ich fahre hier mit einer Gyrosphäre hier durch. So. Ist echt wirklich ein bisschen sehr schlecht zu steuern, aber es geht. Vom Prinzip her würde ja normalerweise hier dann so und scheint wohl einer der Dinos angekommen zu sein und dann au. Nein, ich will da reinfahren. Kann ich nicht. Ich kann da nicht reinfahren. Ja, okay, was soll's. Expedition auch abgeschlossen, okay. Extrahieren, extrahieren. Nein. Und hier nochmal. So. Ja, na klar. Oh, ich hasse diese Dinos jetzt schon. So. Oh. Es geht über die hier und nicht über die anderen. Oh, aber die sind jetzt schon wieder kacke. So. Verdammt, hab sie nicht getroffen, die Fliege. Und ihn noch. Dann haben wir auch alle vier auf dem Schirm, ne? Ja. Ah, sonst mache ich die einfach hier hinten hin. Ich glaube, das erfüllt auch seinen Zweck. Dann haben die hier auch ihr Gehege. Obwohl, ich möchte ja eigentlich so viel wie möglich drin haben. Ja, ich hasse diese Dinos. Die gehören nicht zu meinem Liebling mehr. Und gehörten sie auch nie, weil ich nie von der Existenz wusste. Aber jetzt gehören sie es nicht. Sie sind meine Hass-Dinos. Jetzt kriegen sie ein Billiggehege. Das haben sie sich verdient. So. Mal gucken, ob ich überhaupt einen neuen Nachfolger für die reinbringen werde, wenn die mal sterben. Ich bezweifle es mal. So, jetzt muss ich ja erstmal wieder ein Galli machen. Mehrere Expeditionen abgeschlossen. Wie schön, aber ich schick mal erstmal wieder los. Ich habe auch gerade bemerkt, vielleicht sollten wir mal ganz kurz den T-Rex fertig machen. Und den Alberto dann auch. Weil, warum nicht ein paar Fossilien auf 100% kriegen? So. Muss noch eben weggebracht werden. Und die bringe ich dann auch gleich mal hier rüber. Ja, wie enttäuschend, dass die da auch nicht mehr auskommen. Ich lasse sie dann in ihren eigenen Gehege verrecken.
Ne, Spaß, Leute, aber... nicht getroffen, verdammt. Die gehen mir schon jetzt schon auf die Nerven, weil die halten eigentlich noch diese Mission zurück. So. Ah, jetzt mache ich noch eben hier eine Bodensache, weil zumindest erfüllen die noch den Zweck. Wir können die dazu noch gebrauchen, dass sie uns vielleicht ein bisschen Geld verschaffen. Hier könnten wir mal eins einsetzen, würde ich sagen. Einfach hier mal hin. Und dann da und dann einen neuen Weg hin. Und das einfach hier mit verbinden und fertig sind wir. Aber noch ein paar neue Futterstationen. Ich würde bei 2 bleiben, ne? Ja. Die und dann fertig. Die und dann. Wo gibt's noch besseres? Die. Warum mache ich die denn überhaupt da rein? Fertig. Und hier. So, die müssten jetzt auch nur noch befüllt werden. Und dann sind wir auch damit wieder fertig. Ja. Ja, guck mal. Okay, das Gehege wird insgesamt sehr gut ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Das Gehege wird auch so eigentlich ganz gut überdeckt mit der Sichtbarkeit. Es ist ganz auch ganz schön groß in vielen Teilen. Ja, so. Oh. Ein T-Rex sollte man nicht warten lassen auf sein Essen. Ja, okay, es ist nur eine. Er hätte noch 2 gehabt, aber lieber vorsichtig. Anstatt am Ende wieder einen T-Rex rumlaufen zu haben. Das kennen wir leider viel zu gut. So. Jetzt mache ich noch eben ein Raptor-Gehege. Ich würde das hier machen. So, so. Ich mach's auch extra aus denen, weil Raptoren sind nicht immer so gut gesonnen. Ich weiß nicht, ob das so effektiv war. Ich glaube schon. Ach, das wird schon gehen. Ich mache mir da viel zu viele Sorgen. Und apropos Sorgen, damit ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen muss. Hier. Jetzt kann ich euch für immer alleine lassen, bis ihr stirbt und ich euch austauschen muss. Fertig. Nur noch auf die Fürsorge zu warten. Gut, dass ihr gegessen habt. Ich mag euch wieder. Ihr habt gegessen, meine Mission erfüllt. Gut gemacht. 9 Millionen. Also wir können uns jetzt auch wirklich so alles leisten am Park, was wir bräuchten. Ja, okay. Lass mal die Apatos machen. 3 Stück brauchen wir, ne? Ich mach 4. Warum ist da noch... Ach ja, weil ich das Essen mal auffüllen sollte eben. Hier. Und vielleicht kann es noch sein, dass
nicht euer Ernst. Ein Tier zu viel. Oh, aber geschafft. Das war die letzte Mission, Leute. Wir haben es wirklich geschafft. Die Planung hat sich bezahlt gemacht. Wir haben für diese Dinosaurier den ultimativen Zufluchtsort geschaffen. Jetzt kann diese Insel genau zu der Heimat werden, die diese Tiere benötigen. Die Zuflucht. Sie gehört den Dinosauriern. Dank ihnen haben sie jetzt einen Ort, an dem sie in Sicherheit sind und der ihnen gehört. Apropos, habe ich eins bemerkt. Ich habe meine Pflicht erfüllt, Finch. Jetzt sind sie dran. Claire, was Sie und Ihr Team vollbracht haben, ist schlichtweg ein Wunder. Das möchte ich auf keinen Fall kleinreden. Die Zuflucht ist für die Dinosaurier. Natürlich. Und, für jene, die dazu bereit sind, für die ultimative Paleo-Erfahrung zu bezahlen. Oh Mann, manche Dinge ändern sich nie. Aber sie entwickeln sich weiter. Das war Jurassic World Evolution Claires Zuflucht. Ah. War ein cooles DLC, mal was Neues, auch wenn der eine Tornado, der bei mir reingeflogen ist, jetzt nicht so das Schönste an der Sache war. Danke an die ganzen Programmierern und so, die da daran gearbeitet haben. Also ich hoffe, es geht weiter. Es wird wahrscheinlich auch weitergehen für den nächsten Teil. Also für den nächsten Jurassic World Teil wird es ja wahrscheinlich auch wieder ein DLC oder so geben. Ein paar neue Dinos. Also, hoffentlich macht ihr es gut. Und bitte, die ganzen Sachen mal alle überarbeiten. Für die ganzen Zitate und so. Weil, nein, die sind nicht immer richtig. Können wir das überspringen? Ja. Okay, ich dachte, ich hätte was. Ja, manchmal leuchtet da irgendwas auf. Was ist das? Ach, das läuft jetzt einfach nur hier drüber. Ja. Das war Claires Zuflucht. Ich möchte aber gerne noch ganz kurz ein bisschen weitermachen noch. Zwei schon und die Raptoren ihm reinbringen. Oh, ich habe die Apatos noch am Machen. Ich werde wahrscheinlich aber bald schon mit dem Jurassic World, dem normalen, anfangen. Das wird ja auch ein bisschen länger gehen. So, ah ja, jetzt sind auch normale Leute dort. Auch wenn es noch relativ wenig sind gefühlt. Aber es sind neue Leute an Bord. Oh. Und jetzt ist es soweit. Er kann nicht weg. Keine Ahnung, wo die hinkommen nach dem Verkauf, aber hoffentlich geht es ihnen da besser. Erfolgsrate. Oh oh. Es war klar. Natürlich brichst du aus. Oh, es brechen sogar an zwei verschiedenen Stellen. Wo ist der letzte von euch? Ah ja, stimmt, es dürfen nur drei sein. Machen wir ganz kurz noch das Tor. So werde ich begrüßt, dass der Park fertig ist. Relativ. Es gibt natürlich noch die ein oder andere Sache, die ich noch fertig machen möchte. Aber so im Großen und Ganzen ist der Park relativ fertig. So. Nochmal ganz kurz. So,
sowas machen. Guck mal, kann sogar rüber zum T-Rex-Gehege gucken. Keine Ahnung, wie das geht, weil die Mauer irgendwie fast auf der gleichen Höhe ist wie das hier, aber es geht. Und das ist doch gut. Oh, ich hasse diese Bäume. So. Fertig. Oh, da liegt er schon. Da eine. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, was ich so sagen sollte. War schön. Extrahieren, extrahieren, zack, zack. Wie kann ich noch mehr Sterne kriegen? Ich habe ja schon mehr Spezien. Ah, okay, ich könnte mehr Bewertungen bekommen. Das wäre vielleicht mal was. Was ich machen sollte. Aber ich glaube, ich werde das diesmal auch nicht so lange nach weiterführen wie Jurassic Park. Das werde ich aber wahrscheinlich bei Jurassic World noch machen. Also ich möchte versuchen, vielleicht noch die mal alle auf 100% zu machen, aber die DLC ist jetzt nicht unbedingt fürs Erste, aber sie werdet ihr dann sehen, wenn ich soweit bin. Also das wird wahrscheinlich jetzt auch erstmal die letzte Folge sein, die ich so lange gemacht habe. Wie? Das wundert mich, dass der da jetzt abgerutscht ist und nicht ganz kurz in seinem Verderben gestürzt ist. Weil, falls ihr es nicht wisst, so ein großes Ding kann nicht schwimmen. Und dafür ist es viel zu schwer mit ihrem Panzer. Ah, jetzt hört man das auch mal. Die Jurassic World. Ein schöner Ort. Aber das Spiel hat mir immer schon eigentlich relativ sehr Spaß gemacht. So ein Jurassic World zu verwalten, das ist doch eigentlich so das Traum jedes Kindes. Und auch meiner. Ein schöner Traum. Einer, der vielleicht aber wahrscheinlich nie in die Realität umgesetzt wird. Aber man kann ja noch weiter träumen. So, die sind ja auch alle jetzt beim Transportieren. Dann kann ich jetzt mal sagen, hier. Oh, ah ja, wie ich in Minus gegangen bin, nur weil die da alle Stress gemacht haben. Und Regenwald wurde gemacht. Hier mache ich nochmal die hier. Produkt transportiert. So, Gehege. Hier gibt es ja jetzt die größere Variante von allem. Ja, Leute. So sieht's aus. Offenbar werde ich aber diesmal noch nicht die Raptoren reingekriegen. Von der Zeit her. Es tut mir leid. Aber irgendwann werden wir die noch in diesem Park sehen. Ja, die Idee, die muss ich noch irgendwo anders umsetzen, mal vielleicht. Vor allem, das hat auch relativ gut geklappt. Man kann somit sehr weit nach vorne sehen, von hier aus. Vielleicht müsste man mal dazwischen, damit man auch diese Lücken da abfüllen kann. Hier was noch. Na, obwohl, das passt nicht mehr. Hier würde es aber noch passen, dass man das dann hier macht, damit die Lücken da abgefüllt sind. Oder wenn man macht, aber ich glaube, dann sind noch so Mini-Lücken, aber ich glaube, das ist nicht das große Problem. Noch so und so. Kann man die überhaupt noch... Ah, selbst hier kann man die noch platzieren. Also könnte ich vom Prinzip ja auch noch hier machen. Aber... Das geht ja noch.
Hier hinten kann ich wahrscheinlich ja auch noch eins machen. Dann hätte ich sogar perfekte Sicht auf die Essens. Die Futterstation da. Also mache ich das mal. Und noch Strom. So. Ich hab sie erwischt. Ich hab die Fliege erwischt. Ja. Ich würde mal sagen, das war's mit der Folge. Hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.